Hallo und willkommen im Basic Video. Mein Name ist Laura und ich freue mich, dass du hier bist. In diesem Video werden wir uns ein paar weitere Sachaufgaben mit Dezimalzahlen vornehmen. Auch hier werden wir Verena und Emil wieder im Einkaufszentrum begleiten und ihnen bei allen mathematischen Problemen zur Seite stehen. Was haben wir im Intro-Video über Sachaufgaben gelernt? Krame in deiner mathematischen Erinnerung, drücke auf Pause und überlege. Bereit für weitere Sachaufgaben? Dann lass uns starten, denn Übung macht den Meister. Im Intro-Video haben wir herausgefunden, dass Verena und Emil 7 Minuten warten müssen, bis sie an der Reihe sind. Nun ist es soweit. Die 7 Minuten sind um und Verena und Emil sind endlich dran. Emil bestellt zuerst. Er kann sich jedoch nicht gleich entscheiden, ob er lieber eine Kugel veganes Erdbeereis um 1,50 Euro oder eine Kugel Vanille um 1,10 Euro hätte. Auch ein Schokoriegel als Topping um 80 Cent klingt verlockend. Schlussendlich wählt er jedoch nur 2 Kugeln veganes Schokoladeneis um je 1,50 Euro und eine Kugel Vanille. Wie viel muss Emil insgesamt bezahlen? Wenn du keinen Tipp brauchst, drück auf Pause und versuche das Beispiel zu lösen. Brauchst du jedoch eine kleine Hilfe, hör noch ein bisschen länger zu. Das Beispiel beinhaltet viele Informationen und viele Zahlen, aber nicht alle davon sind für unseren Rechenvorgang wichtig. Kreise daher nur jene Preise von den Sorten ein, welche Emil schlussendlich auch wählt. Drücke jetzt auf Pause, um das Beispiel alleine zu lösen. Nun gehen wir Schritt für Schritt gemeinsam vor. Wir kreisen uns also alle wichtigen Zahlen ein. Emil will 2 Kugeln Schokolade und 1 Kugel Vanille. Wir brauchen also nur die Preise für diese beiden Sorten hervorheben. Nun markieren wir die Schlüsselwörter. Wir markieren 2 Kugeln, um je und 1 Kugel. Wir wissen also, wir brauchen eine Addition und eine Multiplikation. Emil will 2 Kugeln Schokolade. Wir rechnen also 2 mal 1,50 und das ergibt 3. Und 1 Kugel Vanille. Also addieren wir diese beiden Zahlen. 3 plus 1,10 ergibt 4,10, also 4 Euro und 10 Cent. Hast du das auch so gelöst? Super! Oder haben wir etwas vergessen? Ja, richtig, der Antwortsatz fehlt. Dieser kann so lauten. Emil muss insgesamt 4 Euro und 10 Cent bezahlen. Perfekt, nun sind wir mit unserer Aufgabe fertig. Nur, oh Schreck, unser Freund Emil ist ein kleines Vergissmeinnicht und hat seine Geldbörse zu Hause vergessen. Aber Verena ist eine gute Freundin und erklärt sich dazu bereit, Emil das Eis zu spendieren. Verena bezahlt also Emils Eis um 4 Euro und 10 Cent und wählt für sich selbst ebenso 3 Kugeln aus. Verena überlegt zwischen einer Kugel Joghurt um 1 Euro und 10 Cent, einer Kugel Himbeereis um 1 Euro und 50 Cent, einer Kugel Stracciatella um 1 Euro und 10 Cent und einer Kugel Erdbeere um 1 Euro und 50 Cent. Verena entscheidet sich schlussendlich für eine Kugel Joghurt, 2 Kugeln veganes Himbeereis und Schokoladensoße um 50 Cent. Wie viel muss Verena insgesamt beim Eisgeschäft bezahlen? Drücke jetzt auf Pause, um die Sachaufgabe alleine zu lösen. So, wir kreisen wieder alle für die Rechnung wichtigen Zahlen ein. Da Verena Joghurt, Himbeer und Schokoladensoße wählt, kreisen wir nur die Preise für diese Sachen ein. Was sind unsere Schlüsselwörter? Wir markieren 1 Kugel, 2 Kugeln und. Wir wissen also wieder, wir brauchen eine Addition und eine Multiplikation. Verena wählt 2 Kugeln Himbeere, 1 Kugel Joghurt und die Schokoladensoße und muss auch Emils Eis bezahlen. Wir rechnen also. 2 mal 1,50 ergibt 3. Nun addieren wir die 4 Summanden. 3 plus 1,10
plus 0,50 plus 4,10 ergibt 8,70, also 8,70 €. Zuletzt noch der Antwortsatz. Verena muss beim Eisgeschäft insgesamt 8,70 € bezahlen. Und das war's auch schon. Gut gemacht! Du hast nun auch das Basic absolviert. Klopf dir wieder lobend auf die Schulter, denn du kannst stolz auf dich sein. Wir sehen uns im Mastery-Video wieder. Bis dann!